cool. Was? Das ist sehr unrealistisch. Bikes in der Wüste, ne? Aber echt? Und der wird überfahren, weißt du? Alter. Was? Bleibt doch mal stehen, Jungs. Die Pose, ne? Aber echt. Ja komm, steig ab, wenn du ein Mann bist, Mensch. Echt mal. So, geht doch. Mach ich gleich so. Hä? Nein, was? Oh, oh. Was ist denn das jetzt? Vor Überraschung einfach mal gemeinsam im Kreis gedreht. Die sind ja kopflos, was sind denn das für eine Gegner? Aber die müssen weiblich sein, die haben Peitschen. Ist sie noch kopflos? Ja. Hört, die werden zum Baumstamm. Cool. Wenn die sterben. Cool. Nicht schlecht. Ja. Oh. Ja. Und ich wundere mich, warum ich ständig sterbe. So, deswegen gehst du so schnell drauf. Ja. Aua. Aber die Baumstämme lösen sich auch wieder auf. Ja. So. Was denn? Oh, dreimal getreten und nicht getroffen? Oh. Ah, okay. So geht es also. Ja, Konrad, mach ihn fertig. Ja. Das du. Aua. Oh, ich bin tot. Ich ruhe mich eine Runde aus. Ja, mach mal. Du kannst aber auch Start drücken. Geil. Oh, jetzt starte ich mit 999. Warum? Weiß ich nicht. Nur weil du ein Cheater bist. Yeah. Was ist das? Also der Typ macht mir Angst. Komm, wir hauen die mal. Na, geht nicht. Jetzt sind wir in alten Ägypten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Das erinnert mich jetzt an dieses Bart Simpson-Spiel auf dem NES. Ja. Und durch dieses Museum, um auch durch den ägyptischen Teil, das sah ähnlich aus. Da kamen auch so Steine aus dem Boden, glaube ich. Echt? Ja. Kann man gar nicht kaputt machen, ne? Nö, muss man nur ausweichen. Aha. Ah, verstehe. Mensch, du. Sieht ein bisschen aus wie Minecraft, ne? Oh! Ja. Ja, was machen wir damit jetzt? Auch nur ausweichen wahrscheinlich. Stimmt. Das ist... Oh, wir sollten uns vielleicht aufteilen. Komm einfach, wir springen einfach voran. Ja. Wir sind so durch. Alter, das Ding stürzt schon irgendwie ein. Aber echt, das nervt wie die Sau. Ja. Kriegt das aber auch nicht runter, ne? Nö, das fliegt da einfach rum und nervt uns. Ja, das... Gott, schon wieder tot. Ich bin ständig am Sterben. Du musst mal dein Leben besser einteilen. Aber die Aktion war gut. Ja. Die hatte was. Oh, von was? Hinten aufgeschlitzt. Boah, der macht dich aber ganz schön kalt, ne? Ja, das ist ja auch ein Arsch.
Sag mal, man kommt doch gar nicht so richtig ran an ihn, ne? Ich glaube, damit müssen wir mit einem strecken Bein vorangehen. Das klappt auch nicht. Ich bin schon wieder tot. Ja, ich folge dir auch bald. Oh, dieses dumme Ding, was da rumfliegt. Jawohl, aua. Mensch, der muss doch bald mal tot sein, ne? Eigentlich schon. Oh. Das nervt, komm her hier. Kriegst du gar nicht. Oh, ja. Ja, ja. Ist okay. Es ist okay. Tut gleichmäßig weh. Yeah, oh, er ist tot. Yeah. Ich glaube, wir müssen da oben rein. Ja, da folge ich dir mal ganz schnell. Okay. Okay. Rosetta, wir müssen bestimmt Rosetta. Machst du das? Ach, müssen wir hier was Rätsel lösen oder was? Stimmt. Was? Ach, wir müssen. Ja, warte mal. R. O. Ah, ja. Auweia. R. O. Ey, du bist wieder auf den Blauen gekommen. Echt? Warte mal. Lass mich mal kurz. R. Hä? Ah, okay. Geh mal weg! Ah! Okay. Wir müssen. Ah, das Wort. Das, guck mal, das Wort ändert sich ständig. Ach so. Jetzt ist wieder Rosetta. R? Darf ich nicht. Darfst du das? Nee. Wir sind zu. Oh, na. Komm, wir gehen mal außen rum, mal sehen, ob wir das ignorieren können. Lalalalala. Toll, wir kommen hier nicht dran rum. Wie scheitert ihr an so einem Minispiel? Ich bin tot. Nein. Ja, jetzt ist halt Intelligenz gefragt. Das ist halt nicht unser Fachgebiet. Müssen wir das gleichzeitig vielleicht immer? Weiß ich nicht. Kann sein. Komm, lass uns mal gleichzeitig rauf. Okay, du gehst. Warte mal. Nein! Oder mal einer nach dem anderen. R, O, S. Nochmal. R, O, S, E, T, T, A. Hä? Ich habe aber nicht alle erwischt. Nee, du musst zweimal T. Geh nochmal auf die T, T, A. R, O, S, E, T, T, E, A. Ah. Ja, so. Konrad, Juhu. Du bist der Held. Das schwerste Rätsel der Welt gelöst. Echt mal. Wow, was war das? Bezos spielt City Skylines. Was? Kein Spendy Deep? Das hätte ich mir, das Spiel ist, das sieht toll aus. Kennst du das? Hast du das auch schon mal geschaut? Nee. Kenn ich doch gar nicht. Aber das ist mir noch zu teuer. Ich glaube, das kostet 40 Euro oder sowas. Worum geht's denn da überhaupt? Ja, so ähnlich wie SimCity ist das, glaube ich. Ah, okay. Ah, die verbröseln ja hier ein bisschen. Ja, irgendwie schon. Verkrümelt euch hier! Ah, okay, das ist einer, der immer nur echt ist. Die anderen sind Trugbilder. Ah. Woran erkennt man den echten? Indem du ihn gar geschlagen hast und er hinfällt. Hier, der ist der echte. Die fallen aber alle hin. Jetzt sind tot. Ich hab noch 6 Leben. Ist das was Neues, Konrad? Ach, der schon wieder.
Ich wusste es. Der kleine Strumpf hier. Der kleine Racker will aus dem Kinderspielparadies abgeholt werden. Sollen wir erstmal die Verkrümler kaputt machen und dann den... Aber ich glaube, die tauchen immer wieder auf, ne? Also müssen wir auf den Gnom Rumpelstiel ziehen hier. Ja. Hat der uns hier in eine Falle gelockt, oder was? Das sieht ganz so aus. Wie der sein Stock hier schleudert. Wie ich einfach immer sterbe. Ich versuche dir mal die Krümel vom Hals zu halten und du kannst dich um Rumpelstilzchen kümmern. Okay. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass mein Stilzchen Rumpel heißt. Oh, ich habe ihm in die Fresse getreten. Ja, er mir auch. Oh, kennst du doch hier die alten Märchen, die Hexe Baba Yaga? Das erinnert mich gerade an der Gnome hier. Was, die Hexe Baba Yaga? Kennst du die Hexe Baba Yaga nicht? Nö. Echt nicht? Nein. Boah, da hast du echt was verpasst. Echt? Das war auch so ein Märchen gewesen. Ich weiß jetzt bloß nicht, welches Märchen das war. Aber da kommt die Hexe Baba Yaga vor. Die wohnt auf so einem komischen Haus, was Beine hat. Okay. Ist ganz lustig. Oh, jetzt haben wir nur noch den Gnom hier, ne? Aber echt? So. Leg dich hin! Ja, okay. Nein! Der macht hier Handoken! Was geht ab? Eigentlich müsste er gar nichts machen. Der könnte uns einfach zugucken, wie wir uns selber killen. Ja, ehrlich. Ja, fall ruhig runter. Kein Thema. Ich drück Start. Ah, er muss schon ganz schön schnaufen, der Kollege hier. Ja. Ja, jetzt haut er auch noch ab. Der macht den Schwindibus. So was. Yeah. Ach, wir müssen durch die Tür. Wo der Kollege den Schwindibus gemacht hat. Ah, ja. Oh, wieder ein Rätsel, oder was? Nee. Ach, du scheiße Mumie. Oh, ein Klatscher und dann bin ich weggefeuert. Lass ihn los! Fäll in die Eier, Konrad! Du kriegst eine 100er Bizepsschelle! Ja, ich hätte sie rutsch auf den Hals! Lass mich los! Wie der einfach nur gestreckten Arm macht und uns wegboxt! Aber echt! Boah, hast du das gesehen? Der wollte mich da gerade in... Hä? Wenn man wenigstens sehen würde, wie viel Leben der Gegner noch hat. Ja, das ist ein bisschen schade, ne? Das haben sie nicht mit einkalkuliert im Spiel. Ja. Lass ihn los! Oh! Lass mich los! Der hat mich weggeschleudert! Wie arrogant, ja. Der immer nur so... Bitch! Ja, der macht einfach nur so einen Bodyslam, weißt du? So ein, aua! So ein Schlag im Genick und... Oh, Klatsch. Lass ihn los. Oh, ich komm gar nicht mehr ran an ihn. Der haut mich immer weg. Jetzt. Oh, lass mich los. Oh. Dass man sie aber auch nicht so aus dem Griff befreien kann, ne? Ein bisschen Was? Tot? Okay. Was passiert? Ja, Hallöchen. Kleopatra, wie geht's denn so? Oh. Okay. Das ist bestimmt Medusa in der Verwandlung von Kleopatra. Oh. Kämpfen wir jetzt in der Galaxie oder was? Ja. Ist ja aufregend.
Ich meine, ich weiß ja, dass Dragon Ball Retro ist und dass es auf dem Super Nintendo schon gab, ne? Aber dass sie jetzt schon bei Double Dragon mitmischen. Oh. Oh, mein Charakter. Ach, das war ihre Mumie wahrscheinlich. Ich treff die gar nicht. Triffst du die? Nee, also einmal habe ich sie jetzt getroffen. Okay. Oh. Kann das sein, wenn sie ihren Kleid anhat, dass man sie nicht trifft, dass sie so eine Art wie so einen Schutzmantel hat? Meinst du? Meinst du, wir sollten einfach mal aus dem Weg gehen? Naja, aber sie hat das Kleid ja immer an. Ja, sie hatte vorhin aber auch nur Rotes angehabt. Echt? Ah, komm, wir ballern drauf da. Kein Aufgeben, kein Rückzug! Achso, ich bin ja tot. Ja, so haben wir uns aber auf die aus dem Klammern befreit. Boah. Boah, ey. Gibt's hier ein Lösungsbuch dazu? Man kann auf sie schlagen, aber man trifft sie nicht, ne? Ja, irgendwie total komisch. Doch, ich habe sie gerade getroffen, glaube ich. Einmal am Bauch. Okay. Aber die Blut bläst einen ja ständig weg. Ja, wir müssen sie einkreisen. Oh. Okay, wir müssen sie einkreisen. Von allen Richtungen müssen wir kommen. Einfach mit den Fäusten, mit den Tritten geht das bei ihr, glaube ich, gar nicht. Stimmt. Hast du recht? Wie kann man nicht treten? Wie kann man nur boxen? Ne, da müssen wir wieder unser Straßenboxen rausholen. <Ja. lacht> Oh. Oh, ey, man wird hier. Aber Gott sei Dank. Hallo? Hä? Ich war nach oben. Boah, wie treffen sie nicht? Das ist voll ätzend, oder? Ja. Ja, klar, wir treffen uns selbst. Ja, das Quadrat, du schaffst es. Yeah. Ich hab dich getötet. Ja, super. Hast du gut gemacht. Ja. Verdammt. Hä? Ja, das nervt wie Sau, ne? Aber es geht schon auf die Augen, wenn man die ganze Zeit auf ihr konzentriert ist und im Hintergrund. Dann kriegt man total Augenkrebs. Aber richtig, ne? Oh Gott. Ich bin schon wieder tot. Boah. Aber ist dir mal aufgefallen, dass hier in diesem Teil Leben irgendwie anscheinend unbegrenzt ist? Ja, du kannst dich halt immer wieder resetten oder continuen oder wie auch immer. Was ich jetzt nicht schlecht finde. Ja, finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ich meine, es fördert den Vertrauen nicht aufzugeben. Ich komme nicht an die ran, ne? Ich bin schon wieder tot. Ich glaube, sie mag mich nicht. Sie steht wohl nicht auf Blocklöckchen. Einen Schlag habe ich gelandet. Oder habe ich dich getreten? Nö. Ja! Sie ist tot! Ja, Gott sei Dank, du. Schlag. Ich sehe schon nichts mehr vor lauter Stroboskop. Oh, guck mal, wir haben Geld! Boah, voll reich sind wir jetzt. Oh, wir können mit YouTube aufhören. Jetzt können wir als Veteranen uns in den Ruhestand setzen.
hab's durch! Yeah! Yeah! The Heroes Wars World Grief, keine Ahnung was. To Charity. Jo. Wir sind gut! Guck mal, das sind die Charaktere. Hier, den hast du doch gespielt, der ja, Hintergrund. Ja. Das sind die, die hätten wir wählen können, wa? Meinst während du? Des Continuum. Ja, ich gehe mal von aus. Glückwunsch! Hey, cool! Yay! Yeah. Wir haben den dritten Teil durch! Cool! So schnell kann's gehen! Ja. Machen wir mal wieder einen kleinen Cut hier, wa? Jo. Tschüss! Wenn's euch Spaß gefallen hat, wisst ihr ja. Ciao!